Herr Lammert, ist die Demokratie krank? Also wenn ich nur die beiden Antwortalternativen Ja und Nein zur Verfügung... Damit geben Sie sich nicht zufrieden. Das wollte ich damit andeuten. Wäre meine Antwort Nein, sie ist nicht krank. Es gibt eine Reihe von Symptomen, die eine sorgfältige Beobachtung verdienen. Man kann auch durchaus den begründeten Verdacht haben, dass es schon mal Phasen in der jüngeren deutschen Geschichte gab, wo wir weniger Anlass zur Besorgnis hatten. Je genauer man dann eigentlich aber hinguckt, desto kürzer werden dann übrigens diese Phasen, wo man also vielleicht geglaubt hat, das System strotzt ja geradezu vor Vitalität. Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn eine sorgfältige zeithistorische Analyse zu dem Ergebnis käme, dass das, was uns nachträglich als besonders gesunde Entwicklung vorkommt von den Zeitgenossen, durchaus jedenfalls auch als besorgniserregend empfunden wurde. Ich gehöre beispielsweise zu den ganz wenigen, die den Einzug der Grünen in den Deutschen Bundestag Anfang der 80er Jahre leibhaftig erlebt haben. Da kann ich nur mal sagen, hallo. Also im Verhältnis zu dem, was damals als Veränderung, und zwar nicht als von der ganz großen Mehrheit der Parlamentarier, sicher auch von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, ganz gewiss nicht als Erneuerungsprozess, sondern eher als Bedrohung wahrgenommen wurde, waren alle späteren Veränderungen in unserem Parteiensystem vergleichsweise laue, spätbürgerliche Lüftchen. Können Sie den Einzug der AfD in den Bundestag mit dem, was Sie erlebt haben, also dem Einzug der Grünen, in irgendeiner Form vergleichen? Ja, man kann ja alles miteinander vergleichen. Stilistisch ist zunächst mal der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag verglichen mit dem damaligen Einzug der Grünen an Harmlosigkeit nur noch schwer zu überbieten. Die bestangezogenen Leute im Deutschen Bundestag sitzen im Zweifelsfall in der AfD-Fraktion, im Dreireiher. So, deren Bedürfnis, sich von vornherein als Systembestandteil darzustellen, ist genauso ausgeprägt wie das umgekehrte Bedürfnis der Grünen damals zu sagen, wir haben mit diesem ganzen Laden nichts zu tun. Herr Münkler, wenn Sie, man kann ja alles vergleichen, den Einzug der Grünen damals mit dem Einzug der AfD heute vergleichen, was fällt Ihnen auf? Naja, der Einzug der Grünen war ein optisch irritierendes Ereignis, nicht? Weil sozusagen von den Turnschuhen, gut, weiß ich gar nicht, ob er die auch im Bundestag dabei gehabt hat. Jedenfalls als hessischer Minister hat er sie gehabt, Joschka Fischer. Das war ein großes Happening, nicht? Ja. Davon ist beim Einzug der AfD gar nichts zu merken. Man hätte es auch übersehen können, nicht? Wenn man nur gewissermaßen das, den visuellen Eindruck haben will. Man kann aber auch einen anderen Aspekt, und den würde ich ganz gerne da in diesem Zusammenhang noch einbringen, ins Spiel bringen, nämlich die Regenerationsfähigkeit von Demokratie, nicht? Und wenn man überlegt, wie viele Leute damals dabei gewesen sind, die hinterher zu einem wichtigen politischen Personal der Republik geworden sind, dann möchte man doch meinen, das ist gelegentlich von großer Wichtigkeit. Würde ich in Jahreszahlen denken, würde ich sagen, so alle 25 Jahre bedarf das eine Demokratie, eine solche Erneuerung, ein Prozess, in dem sie sich häutet, nicht nur dadurch, dass also so eine bunte Truppe da auftritt, sondern dass das natürlich auch Effekte für die anderen Parteien hat, in gewissermaßen in Reaktionen darauf, im Umgang damit, nicht? Demokratien, die das nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit durchleben, die vertrocknen. Und da würde ich nun sagen, wenn man jetzt diese Altherrenriege, nicht, das ist es ja im Wesentlichen, sich anguckt, dann ist das nicht zu erwarten. Auch an Sie die Frage, ist die Demokratie krank? Also institutionell verändert sie sich zurzeit, nicht? Wir haben ja eigentlich 50 Jahre Bundesrepublik gehabt, bei der jeder Regierungswechsel durch verändertes Koalitionsverhalten der FDP zustande gekommen ist. Das ist jetzt anders, zunächst mit 4 Parteien und inzwischen mit 6, von denen allerdings 2 tendenziell nicht koalitionsfähig oder koalitionswillig sind, sodass also
man im Augenblick etwas beobachtet, was wir nicht gewohnt sind, nämlich schwierige Regierungsbildung. Eine doch in hohem Maße fragmentierte politische Landschaft, bei der man sagen kann, vermutlich wird es dauerhaft rechts von der CDU eine Partei geben, die Linke auf der anderen Seite. Also wir sind schon in eine andere Republik hineingetreten. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Demokratie in Gefahr ist, sondern sie wird anders funktionieren. In einem Aufsatz für die Neue Zürcher Zeitung haben Sie geschrieben, dass Volksentscheide Appelle an die Inkompetenz seien. Und wenn die Demokratie nun, ich meine, ich blicke jetzt aus Deutschland hinaus, Sieger, Wahlsieger wie Donald Trump hervorbringt und Entscheidungen wie den Brexit, entzieht sie sich nicht selbst, also die Demokratie als System, die Rechtfertigung? Die Überlegung geht, wie verwandle ich inkompetentes Volk in kompetente Bürger? Und solche permanente Referenden, die viel Zeit kosten, ergo viel Geld kosten für die Leute, sich kompetent zu machen, sind ein solches Mittel. Das ist in Deutschland aus guten, auch historisch guten Gründen so nie gemacht worden. Bei uns in Deutschland ist, glaube ich, dieser Prozess der Verwandlung von inkompetenten Volk in kompetente Bürger anders gelaufen. War ein sehr dichtes Geflecht von Kommunalpolitik, einem hohen Anteil von Leuten, die da tätig waren, und natürlich über Parteimitgliedschaft, und zwar aktive Parteimitgliedschaft. Und da würde ich sagen, um nochmal diese Frage nach dem Patienten aufzunehmen, da haben wir jetzt wirklich ein Problem, nämlich die Erosion der nicht nur der formellen Mitgliedschaft, sondern auch derer, die sich engagieren. Unser Problem ist jetzt noch nicht dramatisch, nicht? Aber der Rückgang der Mitgliedschaft der beiden großen Parteien, der ist etwas, was zu denken geben muss, und das Austrocknen der kommunalen Ebene ist etwas, was wirklich Sorgen machen muss. Herr Lammert, ich wollte gerade schon nachfragen, Sie sprachen von Symptomen. Welche meinen Sie? Wir haben ja über eine geraume Zeit uns auch mit dem vorschnellen Eindruck geplagt, wir hätten einen kontinuierlich abschüssigen Trend der Wahlbeteiligung. Zweifellos ein erheblicher Gradmesser für Interesse, für Beteiligungsbereitschaft. Eines aber wieder von vielen Beispielen, wo man auch erst mit zeitlichem Abstand sagen kann, wie akut ist denn eigentlich da der jeweils gemessene Fieberthermometerstand. Wir haben seit 1990, also wenn wir jetzt die Zeit seit der Wiedervereinigung und gesamtdeutschen Wahlen nehmen, eine durchschnittliche Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen von 75%. Bei der letzten Bundestagswahl hat 76%. In der Zeit vor der Wiedervereinigung war die Wahlbeteiligung im Durchschnitt noch etwas höher. Und wir lagen, damit liegen übrigens immer noch, im internationalen Vergleich in ernstzunehmenden Demokratien ohne Wahlpflicht in der Spitzengruppe der Wahlbeteiligung. Ich finde mit Abstand besorgniserregender als die vermeintlich kontinuierlich rückläufige Wahlbeteiligung die dramatisch rückläufige Mitgliedschaft in politischen Parteien. Das finde ich nun wirklich ein Krisensymptom. Insofern habe ich geradezu mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass Herr Münkler trotz unübersehbarer gelegentlicher Frustrationserfahrungen die Mitgliedschaft in der eigenen Partei aufrechterhält. Ich ja auch. Jedenfalls finde ich auffällig, dass es insgesamt in unserer Gesellschaft eine signifikant rückläufige Bindungsbereitschaft gibt, die ja dann nicht nur Parteien trifft, sondern sie trifft Gewerkschaften, sie betrifft Kirchen, sie betrifft Sportverbände. Also wer sich heute sportlich betätigen will, kauft sich im Zweifelfall in einer Muckibude ein, aber er wird nicht Mitglied in einem Sportverein. So, und so kann man an vielen Stellen mit jeweils natürlich ähnlichen und wieder ganz unterschiedlichen Motiven einen solchen Trend schon nachzeichnen. Und es gibt nur ganz wenige Interessen, die sich in einer sozusagen stabilen, organisierten Form halten. Mein Lieblingsbeispiel, das ich aber wieder in die Kategorie eher besorgniserregend, danach hatten Sie mich ja gefragt, einsortiere, ist, dass die Parteien in den letzten 20 Jahren ziemlich genau die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben.
Die in Washington und New York sitzende Organisation Freedom House beobachtet Demokratien weltweit und kam vor wenigen Monaten erneut zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Demokratien kontinuierlich abnehme. Eine der Diagnosen von Freedom House war, dass in sehr vielen Ländern auf der Welt das chinesische System schlicht als effizienter wahrgenommen werde. Können Sie dem folgen? Ja, also man kann sicher sagen, dass unser Modell systematisch ausgelegt ist auf Fehlervermeidung, nicht? Also Entschleunigung von Entscheidungsprozessen und so weiter und so weiter, dass es schon gelegentlich irritierend ist, wie lange das braucht, nicht? Also da kommen dann schon so gewisse Zweifel auf, ob nicht möglicherweise zu viel Sand im Getriebe ist im Sinne der Entschleunigung. Gleichwohl, Fehlervermeidung ist vielleicht in Situationen, wo man nicht genau weiß, wo es hingehen soll, das Vernünftigste, was man machen kann, nicht? Das sind aber natürlich Fragen, die gewissermaßen innerhalb des demokratischen Prozesses selber unterschiedlich gewichtet werden können. Mal insgesamt dagegen halt kann man sagen, naja, das ist eine Gesellschaft, die höchste Einkommensspreizung hat weltweit und das Ganze unter dem Rubrum Kommunismus. Also in mancher Hinsicht hat Stalin Kommunismus dann weniger desavouiert als die Chinesen gegenwärtig. Ich bin mir sicher, dass Ihnen dazu etwas einfällt, Herr Lammert. Ja, mindestens wird man ja festhalten können, dass man politische Entscheidungsprozesse schwerlich komplizierter organisieren kann als demokratisch. Also unter reinen Effizienzgesichtspunkten lässt sich eigentlich Politik nicht schwachsinniger organisieren, als wir es in einer Demokratie nach dem Muster beispielsweise des Grundgesetzes tun. So, man muss sich gelegentlich, und Herr Münkel hat es ja gerade angedeutet, daran erinnern, dass diese unsere Vorstellung von Demokratie auch ein vergleichsweise spätes, aber reifes Produkt der westlichen Zivilisation ist. Zu der möglicherweise die Erfahrung des 30-jährigen Krieges ganz erheblich beigetragen hat und dem, was in der Aufklärung dann daraus nun wiederum an Schlussfolgerungen gewonnen wurde. Wenn man jedenfalls für die oberste Priorität von Politik Effizienz erklärt, wird man schwerlich zu den Verfahrensregeln kommen können, die wir aus anderen Gründen und nicht zuletzt aus historischen Erfahrungen für uns gezogen haben. Und dann noch eine föderative Ordnung. So ist es. Also jede Art von Komplizierung, die überhaupt im Repertoire ist, haben wir uns in Deutschland gegönnt. Ja. Mit den deswegen auch folgerichtigen, regelmäßigen Befunden, dass es halt so ist, wie es ist. Und trotzdem hoffe ich jedenfalls, wird eigentlich kein aufgeklärter Europäer hinter die Standards mehr zurück wollen, die wir ja eben nicht durch ein Erweckungserlebnis, sondern durch handfeste historische Erfahrungen und die daraus gezogenen Konsequenzen entwickelt haben.